Eine Brockenradtour durch kühle Wälder zum Gipfel des Brockens, dem Dach des Harzes, die startete am Samstag in Weißenfels. Von hier ging es in einer ersten Etappe in den Harz. Ja, wir fahren heute ca. 125 Kilometer bis im Harz, näher Rottleberode. Auf dem Zeltplatz, also dem Campingplatz mit angeschlossenem Hotel. Und wir haben ein Hotel. Dort haben wir eigentlich jede Menge Zimmer hier. Zum meisten schlafen wir im Hotel, es gibt auch ein schlafendes Zelt. Abends wird gegrillt. Und wenn wir das jetzt auf dem Zeltplatz am nächsten Tag jetzt verbringen, jetzt vielleicht in der Hand und dann werden wir uns Prost!